Kopieren, Link einfügen, fertig. Was? Torrents runterladen, einfügen, läuft, was? In euren Android-Ordner, da wo ihr es haben wollt, sortiert sogar nach Filetyp. Was? Teleton-Downloader. Hier in diesem Video zeige ich die. Es ist Android-Zeit! Ich sage ja immer wieder, Android ist völlig überlegen. Hier, Teleton-Downloader. Ist ein kleiner Docker-Container mit einem kleinen Bot für Telegram, mit dem ihr ganz schnell Dateien hin und her schicken könnt. Und er ignoriert jegliche Firewalls, Sophos, was auch immer. Überall, wo Telegram geht, auf jedem Smartphone, jedem Netzwerk und so weiter, könnt ihr Daten austauschen, hochladen, runterladen, ganz schnell, wie damals im IRC. Kommando eingeben, Sachen runterladen oder einfach Links posten, reinpasten. Und zack, wird das Ganze runtergeladen in euren Android-Ordner. Da, wo ihr es haben wollt, sortiert sogar nach Filetyp. Gleich mal runterladen, Community Applications, zack, Telegram, runterladen, cool. Was du brauchst dafür? Erstmal die Prerequisites, dann was das Ding kann, passt auf. Was du brauchst ist eine Telegram API-ID, User-ID, API-Hash, Bot-Token. Habe ich schon mal besorgt, das heißt, ich habe mir, ihr kennt doch den Bot-Father oder ähnliches, ich habe mir einen Bot erstellt. Wie das geht, gibt es tonnenweise Anleitungen im Internet, wie man sich einen eigenen Telegram-Bot holt. Das habe ich zum Beispiel schon mal gemacht im Unreal Top 20 Video. Notifications senden hin und her, könnt ihr genauso machen. Ihr geht also die Anleitung durch, wie man einen Telegram-Bot anlegt. Dann haut ihr die Daten rein und dann habt ihr diesen Bot in Telegram. Handy, Web-Oberfläche, Desktop-Anwendung, wo auch immer. Cool, den könnt ihr überall aufrufen und seid verbunden. Das Ding heißt Teleton. Hat keine Web-GUI, das heißt, ihr richtet das Ding einmal ein. Das heißt, ihr gebt alle eure API- und Hash-Daten ein und dann natürlich einen Path, ein Watch-Directory auf eurem Android, ein Share. Und natürlich auch einen Download-Ordner. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. So, unten steht natürlich, welche .com oder welche YouTube.com, YouTube.de, welche YouTube-Link-Formate denn unterstützt werden für den YouTube-Downloader. Und das war's. Dann habt ihr da hier so einen schönen Ordner. Der heißt bei mir zum Beispiel Telegram-Downloads. Und das sind schon mal von Haus auf sortierte Filenamen. Kann man das gut sehen? Ich hoffe, man kann es überhaupt sehen. Das sind dann sortierte Filenamen. Das heißt, das Ding legt schon mal Ordner an für Watch, YouTube, Torrent, Temp, Sendfiles, PDF, MP3 und Completed. Oh. Pictures werden natürlich auch unterstützt. Das heißt, das Ding sortiert. Wie sortiert das? Ihr geht in diesen Telegram-Downloader und zieht einfach auf den Bot, auf den Telegram-Bot, der in euch natürlich auch Nachrichten gibt. Bot startet, Bot downloaded, Bot Watchfile, da. Und ihr zieht es einfach drag and drop drauf, es landet da, es wird sofort auf euer Array geschoben und dann habt ihr es schon an dem entsprechenden Ordner. Hier zum Beispiel YouTube-Ordner, zack, dann wird für jedes Video, das ihr da reinkopiert, es wird automatisch konvertiert ins MP4 und runtergeladen und dann habt ihr für jedes einen eigenen Ordner und da ist dann das Videofile als MP4 drin. Das heißt, ihr habt zack, zack, könnt ihr jedes YouTube-Video einfach runterladen und es wird gemacht. Es wird aber auch gemacht mit MP3s. Wird gemacht mit Bildern, wird mit PDFs, Dokumenten, alles, alles, was ihr da rein drag and drop, wird in den entsprechenden Ordner abgelegt und gespeichert. Cool. Jetzt könnt ihr natürlich euch die Sachen auch holen, denn dieser Telegram-Bot, der unterstützt Kommandos. Das heißt, ihr geht zum Beispiel auf Telegram, Web-Telegram. Da muss ich mich jetzt natürlich hier einloggen, weil ich das hier noch nicht gemacht habe. Aber das kann man mit dem QR-Code machen, also schönes Beispiel, Hands-on-Beispiel. Ihr geht hierher, öffnet euer Telegram, Einstellungen. Geräte. Und jetzt muss hier irgendwo Scan QR erscheinen. Hier. Dann scanne ich diesen QR-Code. Und dann bin ich drin. Fertig. Gut. Und dann habe ich hier etwas. Meinen Bot habe ich hier übrigens TGF-UBD genannt. Universal Bot Downloader, mein Name. Hier, Bot Torrent Download startet. Das heißt, der Torrent Downloader ist auch gestartet. Der gibt dir immer Nachrichten, wann. Er heißt ja Bot Torrent hier in diesem Ding. Der ist dann gestartet. Und gibt dir immer Infos, hey, ich bin da. Du kannst zum Beispiel hier Slash eingeben, Help. Und dann sagt er dir alle Kommandos, die es zum Beispiel gibt. Sendfiles, Me, Telegram-ID. Das heißt, du kannst auf Slash Sendfiles gehen, Slash Send. Und dann werden alle Dateien, die im Download-Ordner sind, abgefragt und gesendet an dieses Gerät. Ha! Das heißt, ihr könnt ganz einfach Sachen hin und her schieben. Hier reinschieben, Drag and Drop und holen mit Slash Sendfiles. Holen. Das ist vielleicht sehr praktisch, wenn man mal schnell Dateien freigeben muss irgendwohin oder Dateien
immer mit dabei haben muss, aber sie nicht dabei hat. Oder einfach sagt, ich bin unterwegs, oh, ich mache mit dem Handy ein Foto. Das ist jetzt wichtig für meinen Dokumenteordner oder ich habe das gefunden, das will ich unbedingt behalten und das nicht vergessen. Und schickt es einfach direkt per Telegram an den Bot, der speichert es auf dem Server und es ist daheim. Und man kann dann gleich weiterarbeiten, machen, tun, was man möchte. Zum Beispiel Musik aufnehmen. Dann nimmst du hier dein Handy und denkst, oh, den Sound muss ich recorden. Den nimmst du auf, drückst Send Telegram gleich zu Hause ab in Cubase. Es gibt so viele Einsatzgebiete dafür, es ist mega cool und es ist leicht gemacht. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich eine Anleitung, wie ihr einen Bot anlegt. Mehr braucht ihr nicht. Ihr legt diesen Bot an, knüpft ihn mit eurem Account und fertig. Und dann könnt ihr damit rumspielen und Spaß haben. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und es hat euch gefallen. So viel Versatilität für Docker-Container und so weiter gibt es selten in anderen Plattformen. Jonas. Prox. Das zeigt mal wieder, warum Unraid sehr cool ist und was Unraid alles bietet und die Entwickler dahinter, was die alle für coole Möglichkeiten schaffen. Auch für Content-Creator, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich ist. Ich sag nur, Files für YouTuber hin und her schieben oder ähnliches. Da ist viel Potenzial und viel machbar und natürlich auch vereinfachen für den Workflow zu Hause, auch für Dokumente und ähnliches oder Musikaustausch. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ist ja nur so ein Unraid Short gewesen. Danke an euch, danke an alle Kanalmitglieder, danke an alle, die uns treu bleiben. Bis zum nächsten Mal.